Damen und Herren, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein sehr verehrter Herr Wagner, damit Sie gleich sehen, ich bin eine strenge Lehrerin. Ich heiße Gesine Schwan und Sie alle sehr, sehr herzlich willkommen. Wir haben einen Vorträger noch nicht da, aber der muss sich einfach an Disziplin gewöhnen. Das ist Sigmar Gabriel, da können wir uns nicht nachrichten. Ich bin sehr, sehr froh, dass Sie alle hergekommen sind und fange so pünktlich trotzdem an, auch wenn so ein roter Stuhl noch unbesetzt ist. Weil wenn das erstmal einreißt, dass man später kommen kann, dann ist nichts mehr zu retten an einem Tag. So habe ich das auch in der Hochschule immer gehalten. Seminare müssen streng begonnen werden und dann können sie locker weitergehen. Ich bin sehr, sehr froh und halte jetzt eine kleine Begrüßungsrede. Und das Programm haben Sie, die Agenda haben Sie. Ich möchte Sie also alle zum Eröffnungstrialog Energiewende als Gemeinschaftswerk willkommen heißen. Hier sind noch Plätze frei, einfach hingehen und hinsetzen. Wir haben so viele höchst wichtige und prominente Persönlichkeiten für dieses Unternehmen gewinnen können, dass ich radikal darauf verzichten möchte, einzelne Namen für die Begrüßung herauszugreifen. Ich hoffe, dass Sie mir das verzeihen, auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir uns für den heutigen Tag viel vorgenommen haben und so viel Zeit wie möglich der Sache selbst widmen wollen. Diese Sache selbst ist die Energiewende als Gemeinschaftswerk. Mit unserem Trialog unternehmen wir den Versuch, mit zentralen Akteuren gemeinsame Weichenstellungen zu definieren, die für die Umsetzung der von allen Parteien des Deutschen Bundestages im Sommer 2011 beschlossenen sogenannten Energiewende erforderlich sind. Er folgt der Idee, dass auch demokratisch gewählte Politik der Unterstützung aus der Gesellschaft bedarf, um langfristig und schlüssig politische Ziele zu verwirklichen. Das ist Teil des Verständnisses von Good Governance, von demokratisch-partizipatorischer Lösung gesellschaftlicher Probleme, der sich die Humboldt-Viadrina School of Governance in Forschung, Lehre und auf unserer sogenannten politischen Plattform verschrieben hat. Für weitere Informationen haben Sie vielleicht schon auf die Homepage geschaut. Um die dabei betroffenen sehr unterschiedlichen Interessen zu einem Grundkonsens, der die Umsetzung politischer Entscheidungen tragen kann, zusammenzuführen, veranstalten wir diese Trialogreihe zur Energiewende. Denn wenn sie gelingen soll, können wir nicht abwarten, sondern müssen uns aus eigenem Impetus auf diejenigen unverzichtbaren Weichenstellungen einigen, die den verlässlichen Rahmen für unser weiteres Handeln liefern können. Und bei dem Stichwort Weichenstellung begrüße ich herzlich Sigmar Gabriel. Guck mal, wir haben für dich diesen schönen roten Stuhl gesehen und haben einfach angefangen, weil ich eine strenge Lehrerin bin. Also, den verlässlichen Rahmen für unser weiteres Handeln, für unsere Investitionen als Unternehmen, für unsere Entscheidungen in den Kommunen, für unsere Sorge um die Arbeitsplätze als Gewerkschaften, für unsere Perspektiven als Konsumenten, für unser Engagement im Dienste der Umwelt, für unser Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit. Einen solchen verlässlichen Rahmen fordern viele, vor allem aus der Wirtschaft, von der Politik. Sie möge ein Machtwort sprechen, einen Energieminister ernennen, sagen, wo es lang gehen soll. Nun, da der Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen wurde, wolle man sich daran halten, aber man brauche weitere Leitplanken. Wir glauben, dass man in dieser Sache keine Illusionen hegen soll, aber auch nicht klammheimlich auf das Scheitern der Energiewende wetten soll. Die negativen Folgen wären für alle erheblich größer als die Vorteile, die sich manche für ihre Partikularinteressen davon versprechen. Dabei sind solche Partikularinteressen in der Demokratie nicht des Teufels, sondern legitim, wenn man sich zugleich gegenüber anderen Interessen und ihrem gegenseitigen Abgleich öffnet. Was fehlt, ist ein Ort, an dem sie argumentativ zur Sprache gebracht werden, anstatt sie hinter Gemeinwohlformeln zu verbrämen. Nach der ursprünglichen Idee der Demokratie ist der Ort dafür das Parlament.
Aus dem offenen Austausch von Argumenten soll diejenige Lösung hervorgehen, die sich argumentativ am besten bewährt und deshalb für alle am besten verträglich ist. Aus verschiedenen Gründen erfüllen Parlamente diese Aufgabe in der Regel nicht mehr, vielleicht haben sie sie nie erfüllt. Nur in Ausnahmefällen kam es ohne Fraktionszwang zu Sternstunden eines argumentativen Austauschs, etwa bei der Frage nach der Verjährung von Naziverbrechen oder bei Gewissensfragen zur Abtreibung. Aber dabei handelte es sich dann in der Regel nicht um wirtschaftlich bedeutsame Entscheidungen, hinter denen starke Interessenkonflikte und Machtpotenziale stecken. Andererseits kennen wir nach wie vor kein besseres Verfahren, um zu gerechten und erst dadurch nachhaltigen Lösungen zu kommen, als den offenen Austausch von unterschiedlichen Positionen und Argumenten. Nur er bewahrt uns davor, wichtige Implikationen unserer Entscheidungen zu übersehen und hilft uns, uns an die Stelle der anderen zu setzen, ein traditionsbewährtes Verfahren, um gerechte Lösungen zu finden. Dazu brauchen wir, und so entsteht zugleich, gegenseitiges Vertrauen. Aus betriebswirtschaftlichen Analysen können wir lernen, dass solches Vertrauen sich für alle rentiert, weil die Offenheit eine weitaus größere Lösungspalette ermöglicht als das Hintanhalten der eigenen Interessen und Möglichkeiten. Eben dieser Gedanke, Vertrauensbildung und Erweiterung unserer Handlungsmöglichkeiten durch offenes Argumentieren, liegt unseren Trialogen zugrunde. Die drei im Namen Trialog meint die Trias Politik, Unternehmenssektor und organisierte Zivilgesellschaft. Sie stehen für unverzichtbare demokratische Legitimation, für wirtschaftliche Macht und für unabhängiges Bürgerengagement. Unternehmenssektor und organisierte Zivilgesellschaft sind nicht durch Wahlen legitimiert, können auch nicht repräsentativ sprechen. Aber die grenzüberschreitende Macht der Unternehmen ist erheblich angewachsen. Deshalb können und müssen sie mehr als früher Verantwortung für Voraussetzungen und Folgen ihres Handelns übernehmen. Das liegt überdies in ihrem wohlverstandenen Interesse, wenn sie nicht nur kurz, sondern langfristig denken. Und zivilgesellschaftliche Organisationen, Kirchen, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen, Michael Sommer sagt immer, er ist mir ein für alle Mal böse, wenn ich ihn weiter als Gewerkschaft nicht die organisierte Zivilgesellschaft einreihe, aber bisher hat er das jedes Mal überstanden. Also Kirchen, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen können gemeinwohlorientierte Lösungen befördern, wenn sie ihrerseits Glaubwürdigkeit und Kompetenz einbringen. Im Vergleich zu Parteien, die wir natürlich weiterhin brauchen, dies zur Rückversicherung, müssen sie nicht um Wettbewerb konkurrieren und sind auch nicht von Legislaturperioden abhängig. Wissenschaft und Medien haben im Trialog eine Beratungs- und Kommunikationsaufgabe. Wissenschaft kann mit ihrem wertvollen Schatz an Wissen und Einsichten praktisch effektiver wirken, wenn sie sich direkt in die Auseinandersetzung mit Politik, Unternehmenssektor und organisierter Zivilgesellschaft einbringt und nicht darauf beschränkt, Expertisen vorzulegen und einzelne Akteure zu beraten. Und die Medien sind erforderlich, weil jede langfristig erfolgreiche politische Innovation in und mit der Gesellschaft kommuniziert werden muss. Unsere School bietet im Dienste nachhaltiger Lösungen eine parteipolitisch neutrale Plattform für die bereichsübergreifende Verständigung der Trias Politik, Unternehmenssektor und organisierte Zivilgesellschaft mit Hilfe von Wissenschaft und Medien. Dabei geht es darum, deren unterschiedliches Wissen und die unterschiedlichen Perspektiven fruchtbar zu machen. Ich nenne diesen Verständigungsprozess eine antagonistische Kooperation. Denn natürlich gibt es zwischen den drei Sektoren erhebliche Machtunterschiede und Interessengegensätze, die aus ihrer jeweiligen Position folgen. Diese Konfliktkonstellation ist in einer Demokratie prinzipiell nicht auflösbar. Daher die Bezeichnung antagonistisch.
aber in einer pluralistischen, also von vielfältigen Interessen geprägten Gesellschaft, in der wir weltweit inzwischen leben, müssen wir mehr denn je unsere Interessengegensätze und Konflikte so angehen und dann auch zu Kompromissen kommen, dass uns nicht alles um die Ohren fliegt. Dass wir gemeinsam so gut wie möglich in Freiheit und Frieden leben können, dass wir Gewalt und Kriege, Armut und Unterdrückung und Ungerechtigkeit eindämmen. Leichtfertige, gegenseitige Übermächtigungen können wir uns national wie global nicht mehr leisten. Deshalb müssen wir miteinander sprechen, die Karten unserer Interessen auf den Tisch legen und versuchen, Nullsummenspiele so weit wie möglich in Win-Win-Situationen zu verwandeln. Dahinter steht eine demokratiepolitische Erwägung. Theoretisch behaupten immer noch die meisten Bürger, dass sie in einer Demokratie leben wollen, weil sie das Beste oder das am wenigsten Schlechteste aller politischen Systeme sei. Praktisch stellen das mehr und mehr Bürger aber in Frage, weil demokratische Politik immer weniger in der Lage zu sein scheint, die anstehenden Probleme angemessen und schnell genug zu regeln. Das diesbezügliche Misstrauen wächst von Jahr zu Jahr, unabhängig von den einzelnen Regierungsmehrheiten. Denn dahinter stehen strukturelle Gründe, die ich nur andeuten kann. Die Diskrepanz zwischen der nationalen Reichweite von Politik und der transnationalen, der globalisierten Ökonomie. Die unvermeidbare Kurzfristigkeit von Wahlperioden und von Regierungshorizonten. Zunehmende Gegensätze innerhalb und zwischen unseren Gesellschaften, die eine gewählte Regierung nicht mehr allein integrieren kann. Wenn es uns mit dieser Trialogreihe zur Energiewende gelänge, gemeinsam Weichenstellungen für dessen praktische Umsetzung zu formulieren, könnten wir demokratischer Politik einen wertvollen Dienst erweisen, ohne in eine anmaßende Konkurrenz zu den demokratischen Institutionen zu geraten. Vielmehr würden wir Lösungen vorbereiten, sie öffentlich zur Diskussion stellen, an ihrer weitergreifenden Akzeptanz arbeiten, sodass sie schließlich von den legitimierten Akteuren in verbindliche Regelungen gefasst werden können. Vor der Gefahr, dass mächtige Interessen, zum Beispiel Arbeitgeber und Gewerkschaften, sich zusammenfinden und eine undemokratische Übermacht gegenüber allen anderen gewinnen könnten, davor warnte in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die sogenannte Korporatismusdebatte, bewahren uns die Vielfalt und Spannweite der Perspektiven, die hier versammelt sind, und der anschließende Filter der öffentlichen Diskussion. Dabei sind wir nicht naiv. Natürlich werden Lobbying und der Versuch, für die eigene Position Vorteile zu gewinnen, weitergehen. Aber die Chance besteht, dass im Zuge unserer Trialogreihe das ursprüngliche Fundament unserer Demokratie wieder erfahren und befestigt wird. Dass wir uns einigen können und gemeinsam weiterkommen als jeder für sich. Es gibt im Übrigen kaum einen wirksameren Weg, die Demokratie und den Zusammenhalt zu stärken, als sich durch Konflikte zu gemeinsamen Positionen durchzukämpfen. Das gilt nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch im europäischen Kontext. Deshalb begrüße ich besonders unsere Gäste aus den europäischen Botschaften und aus den Vereinigten Staaten. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind und hoffe, dass wir damit unsere innerdeutschen Diskussionen unseren Nachbarn verständlich machen und zur Öffnung der deutschen Politik nach außen beitragen können. Dabei haben wir für den Inhalt unseres Austauschs das große Glück auf der Entscheidung des gesamten Parlaments zum Atomausstieg und auf dem Bericht der Ethikkommission aufbauen zu können, die unter der Leitung von Klaus Töpfer eine umsichtige und überaus wertvolle Grundlage geschaffen hat. Sie hat die Energiewende als Gemeinschaftswerk definiert und mit allen demokratischen und partizipativen Implikationen und wichtige Kriterien einvernehmlich formuliert, an denen sich die Umsetzung messen muss. Das sind vor allem Aspekte, ich zitiere, der dauerhaften Verfügbarkeit, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Sozialverträglichkeit. Die Kommission hat auch mögliche Zielkonflikte formuliert und gefordert, die wegfallenden Atomstrommengen
nicht einfach, ich zitiere, durch Zukauf von Strom aus Kernkraftwerken der Nachbarländer auszugleichen. Das betrifft jetzt auch die Botschaften, weil dies den Grundsätzen eines verantwortbaren Ausstiegs widerspricht. Ich zitiere weiter, einfach durch CO2, also die wegfallenden Atomstrommengen, einfach durch CO2-emittierende fossile Energieträger zu ersetzen, das darf sie nicht, weil es klimapolitische Restriktionen gibt. Sie dürfen auch nicht einfach durch nochmals drastisch beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien ersetzen, weil es Grenzen der Belastbarkeit natürlicher Lebensräume gibt und schnell die technische Machbarkeit überschätzt wird. Ich zitiere immer noch, einfach durch zwangsweise Rationierung von Strom einzusparen, weil dies dem Lebensanspruch der Menschen und der Wirtschaft eines Hochtechnologielandes widerspricht. Noch zwei, einfach mit hohen Energiepreisen zu kompensieren, weil die Unternehmen im globalen wirtschaftlichen Wettbewerb stehen und es in Deutschland soziale Disparitäten gibt. Und auch nicht einfach durch staatliche Vorgaben verzichtbar zu machen, die Atommengen, die gestrichen sind, weil dies nicht den Regeln der Demokratie und der sozialen Marktwirtschaft entspricht. Und die Ethikkommission hat schließlich auch Kriterien für die Abwägung der Zielkonflikte benannt, nämlich, nochmal Zitat, Kriterien des Klimaschutzes, der Versorgungssicherheit, der Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit, der sozialen Aspekte der Kostenverteilung, der Wettbewerbsfähigkeit, der Forschung und Innovation und der Vermeidung einseitiger Importabhängigkeiten Deutschlands. Zitat Ende. Das ist ein kostbarer Maßstab, an dem wir unsere Argumente messen müssen und uns gleichsam für eine Annäherung untereinander orientieren können. Lieber Herr Töpfer, und jetzt beginnen meine deklarierten Inkonsequenzen, weil ich doch begrüße. Lieber Herr Töpfer, ich freue mich sehr, dass Sie unseren Trialog mitgestalten und wir hier gemeinsam an der Formulierung von konsensuellen Weichenstellungen arbeiten können. Komplementär zu Ihren wichtigen Initiativen, konnten wir ja auch gestern erleben, für das von Ihrer Kommission vorgeschlagene öffentliche Energieforum, für das Sie gestern einen öffentlichen Auftakt präsentiert haben. Die Überzeugungskraft dieser Weichenstellung liegt im Übrigen weder darin, dass sie von einem quasi planetarischen Gesichtspunkt aus theoretisch zwingend wären, noch darin, dass sich die hier versammelten Akteure als erschöpfend repräsentativ verstehen dürfen, obwohl wir ja schon eine ganze Menge hier haben. Vielmehr folgt sie aus der breiten Pluralität der hier versammelten Perspektiven, die es als plausibel erscheinen lassen, dass kein wesentlicher Gesichtspunkt außer Acht gelassen und damit die Schieflage eingeengter Partikularität vermieden wird. Breitere Partizipationsforen werden dadurch nicht überflüssig, sondern im Gegenteil notwendig, um die Energiewende als umfassendes Gemeinschaftswerk zu gestalten. Dabei muss uns klar sein, für das Gelingen der Energiewende müssen wir von punktuellen Debatten zu einer systemischen, möglichst ganzheitlichen vorstoßen. Freilich werden wir nie einen objektiven Blick, in Anführungsstrichen, über das Gesamtsystem gewinnen. Jede systemische Sicht wird perspektivisch bleiben müssen. Meine Damen und Herren, wir haben Sie zusammen mit der Einladung gebeten, uns drei Fragen zuzusenden, die für die Energiewende wichtig erscheinen. Uns lag daran, diesen heutigen Tag, für den Sie Ihre wertvolle Zeit zur Verfügung gestellt haben, so ergebnisorientiert wie möglich zu gestalten, ohne einfach Prioritäten von uns aus vorzugeben. Ihre Antworten bieten eine reiche Ernte von Positionen, bei denen sich Unterschiede und Übereinstimmungen erkennen lassen. Wir werden sie Ihnen anonymisiert und formal überarbeitet zukommen lassen. Und Anne-Kathrin, wo ist sie? Die ja dieses ganze Wunderwerk hier zustande gebracht hat und dann mit Hilfe vieler Kolleginnen aber trotzdem zustande gebracht hat, hat mir versprochen, dass das irgendwann nach diesem heutigen Plenum geschehen wird. Anne-Kathrin Wilke, herzlichen Dank. Aus dieser Ernte haben wir unser heutiges Programm entwickelt. Wir hätten einige wesentliche Herausforderungen für unser heutiges Programm bereits inhaltlich formulieren können. Etwa, was muss zentral, was kann dezentral entschieden oder produziert werden? Wie soll die Netzstruktur aussehen und in welcher Hand sollen die Netze liegen? Wie vereinbaren wir volatile erneuerbare Energien mit der Notwendigkeit konstanter und verlässlicher Stromversorgung? Wie kann das marktgerecht organisiert werden?
Wie verfahren wir möglichst CO2-frei mit Kohleproduktion in einer Übergangsphase? Wie kommen wir in Europa zu gemeinsamen Lösungen? Aber da wir wissen, wie wichtig für alles Weitere, ähnlich wie bei einer Doktorarbeit, schon die Formulierung der Fragen ist, wollten wir sie bewusst nicht vorgeben, sondern die angestrebte Integration der Interessen und Perspektiven schon mit der Formulierung der Fragen beginnen. Dabei ist uns bewusst, dass es immer wieder um die Quadratur des Zirkels gehen wird. Weichenstellungen müssen zugleich verlässlich und flexibel sein, um neuen Erkenntnissen folgen und sich neuen Entwicklungen anpassen zu können. Das Gemeinschaftswerk Energiewende ist nicht als einmaliges Ereignis, sondern als dynamischer Prozess zu denken. Was wir hier beginnen, kann also nicht einfach Stück für Stück definitiv abgehakt werden, sondern muss in einen kontinuierlichen Abstimmungsprozess einmünden. Unsere Teilnehmerzahl ist schon sehr hoch, aber potenziell gehören alle Bürger unseres Landes und Europas als Teilnehmer in die Energiewende. Wir können uns also auch in dieser Hinsicht nur so gut wie möglich, aber mit Vorbehalt auf Weichenstellungen einigen. Und wir brauchen gerade am Anfang Zeit und Geduld, um uns kennenzulernen und die Problematik sorgfältig einzugrenzen. Unser Trialog zur Energiewende ist deshalb keine übliche Konferenz mit Vorträgen und Podiumsgesprächen. Einige prominente Teilnehmer, und wir haben eigentlich nur solche prominenten Teilnehmer, waren enttäuscht, dass sie nicht zu Vorträgen eingeladen waren. Dafür bitten wir um Verständnis. Denn unser Trialog verlangt, wenn er erfolgreich sein soll, von allen vor allem die Bereitschaft, Zeit aufzubringen, dabei zu bleiben, zuzuhören, die eigenen Positionen gesprächsbereit einzubringen, neugierig auf die anderen zu sein, kreativ nach Gemeinsamkeiten in den Gegensätzen zu suchen und sich ergebnisorientiert zu verhalten. Er verlangt auch eine Kontinuität und Verbindlichkeit der Teilnahme. Ich hatte allerdings nicht vor, Seminarlisten zu verteilen. Für heute haben wir uns vorgenommen, am Ende der Konferenz, also um 18.30 Uhr, eine oder zwei Fragen gemeinsam entwickelt zu haben, für die wir in Untertrialogen differenzierte alternative Antworten erarbeiten wollen. Bei unserem nächsten Trialog am 8. Juni, ich denke, die Daten sind Ihnen ja alle schon zugeschickt worden dieses Jahres, wollen wir die dann weiter durchsprechen und wenn es gelingt, zu gemeinsamen Formulierungen vorstoßen. Wir haben schon Termine dafür vorgesehen und bitten Sie, sich in Listen für die Untertrialoge einzutragen, wenn Sie bereit sind, dafür Zeit und Kraft aufzuwenden, was uns sehr, sehr gelegen käme. Und die Listen werden am Ende des heutigen Trialogs ausliegen. Das können Sie natürlich auch mit schriftlichen Beiträgen tun. Uns liegt daran, dass die Untertrialoge nach demselben Format, also mit Vertretern aus Politik, Unternehmenssektor, organisierter Zivilgesellschaft, mit Wissenschaft und Medien zusammengesetzt sind, wie die Plenumstrialoge. Sie werden erheblich kleiner sein und daher noch bessere Möglichkeiten der persönlichen Verständigung bieten. Für unseren heutigen Tag gelten in Bezug auf die Öffentlichkeit folgende Regeln. Dieser Eröffnungstrialog wird bis zur Mittagspause öffentlich sein. Der einführende Vortrag von Herrn Dr. Bachmann, herzlichen Dank, dass Sie ihn übernommen haben, und die Beiträge von Frau Dr. Hildegard Müller und Herrn Sigmar Gabriel stand in irgendeiner Unterlage. Man ist auch Mensch ohne Doktor, da bin ich völlig Ihrer Meinung. Absolut, ja. Ja, wie auch immer er erworben wurde. Also jedenfalls, ja, Sigmar Gabriel, du hast auch keinen Doktor, das habe ich gewusst. Also Doktor hat sie. Ebenso wie die beiden Impulse von Frau Dr. Nina Scheer. Und Herrn Kohler, ohne Doktor? Ja, gut, also es ist ja wunderbar, dass wir das mischen dürfen. Allen Vortragenden danke ich sehr herzlich dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, unsere Eröffnung durch Ihre Beiträge in Schwung zu bringen und seien Sie herzlich willkommen. Mein herzlicher Dank gilt auch den Moderatoren am Nachmittag, Herrn Dr. Gerd Leipold und Herrn Professor Dr. Peter Hennicke, den habe ich jetzt noch nicht gesehen, wo er ist. Kommt noch, gut. Sowie den Protokollanten Bernhard Knierim, Caroline Paulik-Thiel, Steffi Oder und Dr. Christian Kellermann. Nach der Mittagspause gelten die Chatham House Rules. Was wir besprechen, ist vertraulich.
Wir freuen uns über öffentliche Berichte, in denen jedoch inhaltliche Positionen nicht einzelnen Personen zugeordnet werden dürfen. Wir bitten um Erlaubnis dafür, die Konferenz aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen werden streng vertraulich behandelt. Mit einem Forschungsprojekt, das das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung unterstützt, wollen wir den Prozess und die Wirksamkeit dieser transdisziplinären Trialogreihe begleitend analysieren, in der nicht nur unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen, sondern auch Theorie und Praxis unterschiedlicher Wissensformen aufeinandertreffen und produktiv nach Lösungen suchen sollen. Gerade in letzter Zeit ist eine Reihe von Initiativen aus der Gesellschaft bekannt geworden, die die Energiewende voranbringen wollen. Darüber können wir uns nur angesichts der gigantischen Aufgabe freuen. Der Beitrag der Humboldt-Viadrina School of Governance konzentriert sich in diesem Konzert mit diesem Experiment auf die Integration der verschiedenen Interessen und Perspektiven durch die partizipative und argumentative Verständigung über unabdingbare gemeinsame Weichenstellungen. Sie soll über die Akteursgrenzen hinweg Vertrauen aufbauen und nachhaltigen Lösungen den Weg bahnen. Ich danke dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Helmholtz-Gemeinschaft für ihre großzügige finanzielle Unterstützung unseres spannenden Experiments. Und wenn Sie sehen wollen, wie das verlaufen soll heute, dann schauen Sie bitte an die Wand. Wir haben extra für 1 Million diese wunderbare Skulptur erworben. Ich hoffe, Sie lachen jetzt alle, denn 1 Million haben wir noch nie so zur Verfügung gehabt. Also jedenfalls, dieses Ausstellungsstück kann Ihnen zeigen, wie der Trialog ungefähr ablaufen soll, damit Sie sehen, sehr übersichtlich, hoffe ich, und hat auch entsprechende Auswirkungen. Kommt aus dem arabischen Raum im Übrigen. So, dies zur Einführung. Herzlichen Dank, dass Sie hier schon mal mit Geduld zugehört haben. Und jetzt möchte ich Herrn Bachmann bitten, seine Überlegungen vorzutragen. Herr Bachmann ist der Generalsekretär des Rates für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung. Er ist auch am Institut für Advanced Sustainability Studies, ich muss da immer üben, das Herr Töpfer leitet, mit tätig. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Sie das übernommen haben, uns jetzt hier eine Bestandsaufnahme auf der Basis Ihrer langjährigen Erfahrung und auch Ihrer akuten Erfahrung mit der Ethikkommission zu geben. Und dann gehen wir weiter zu den Inputs, den politischen Inputs von Frau Müller und Herrn Gabriel. Vielen Dank.